Hey, first I want to say thank you for 2,500 likes. I'm happy that you like my work, and I want to show you how I fix my wigs with horns or antlers on my head. But my English is bad, and I want to tell you in German. And I hope you understand about the pictures. Okay, weiter auf Deutsch. Ich möchte euch heute zeigen, da viele auf der Gamescom gefragt haben, wie ich das Geweih auf meinem Kopf festgemacht habe von meinem Deer, also von meinem Dammhirschgeweih. Und deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie ich das auf meinem Kopf fixiere. Es ist nicht die beste Lösung, muss ich ehrlich sagen, weil es nachher schon schmerzt auf dem Kopf. Also es drückt dann hier oberhalb der Schläfen sehr, sehr stark, was unpraktisch ist. Aber das Cosplay generell ein recht schmerzhaftes Cosplay ist, denke ich mal, das ist... Ja, ich wollte es halt einfach mal zeigen, weil so viele nachgefragt haben. Also zuerst zeige ich euch die Perücke. Das ist das gute Stück von dem Faun. Und wie man jetzt hier erkennen kann, ist unter der Perücke eine Helmkonstruktion. Also ich habe das erst versucht mit Cobra Cast anzupassen. Allerdings war Cobra Cast zu flexibel, um das schwere Geweih auf meinem Kopf zu halten. Deswegen habe ich die ganze Konstruktion dann aus Warbler gemacht, weil Warbler einfach fester ist. Ja, dann habe ich das Warbler an meinen Kopf angepasst, direkt, sodass man das halt eben sehen kann. Ich drehe das mal ein bisschen, dass man die Helmkonstruktion vielleicht besser erkennt. So, darüber habe ich dann einfach die Perücke drüber gestülpt und das dann eben zusammen an meinem Kopf dann, also es war noch leicht warm, dann habe ich es an meinem Kopf angepasst, sodass es wirklich perfekt sitzt, also hinten wie auch vorne. Dann habe ich aus Warbler diese Hörner geformt, also diese kleinen Hörner, damit es auch gut aussieht, sage ich jetzt mal, wenn ich die Perücke ohne das Geweih trage. Die sind komplett aus Warbler, also komplett einmal so geformt. Und dann habe ich die mit der Hilfe von einer Freundin, einer sehr guten Freundin, festgeschraubt von innen. Ich hoffe, man sieht das. Mit drei Schrauben habe ich die dann festgeschraubt. Hier innen drin sieht man jetzt noch, dass der Bereich hier mit Cobra Cast gemacht ist. Und die äußere Schicht halt eben mit Warbler. Hier in dem Bereich, also quasi hier oben zwischen den Hörnern, habe ich mehrere Schichten Warbler drauf gemacht, weil es in dem Bereich wirklich sehr, sehr stabil sein muss, um das große Geweih zu halten. Dann habe ich noch einen kleinen Gummizug mit eingebaut, den ich mir dann hinten unter den Nacken stülpen kann, damit es oder festziehen kann, damit es dann auch wirklich fest sitzt. Ich würde die Perücke jetzt einfach mal aufsetzen, damit ihr seht, wie ich das mache. Jetzt, wo ihr gesehen habt, wie die Konstruktion eben gemacht ist. Achso, die Dinger sind die Federn hier von innen, ja. Also ich hoffe, das stört jetzt nicht. Ja. Okay, ich setze die jetzt mal einfach auf. Seht ihr mich gleich? Macht das jetzt auch nur ganz, ganz schnell. Anders als sonst, ich setze die Perücke sonst immer von oben nach hinten auf. Bei der ist es so, dass ich die, also von vorne nach hinten meine ich, bei der ist es so, dass ich diese jetzt tatsächlich von hinten aufsetze. Ich nehme jetzt die Perücke, ziehe das
hier hinten über meinen Schädel und setze dann von hinten die Perücke auf. Oh, es drückt noch leicht, weil es noch wehtut von der Gamescom. Unpraktisch ist, ist, dass das Perücken jetzt dann durchguckt. Und jetzt habe ich das komplett draufgesetzt. Das ist halt auch das Praktische, weil es eben richtig fest ist, dass man da auch mal dran ziehen kann. So, dann habe ich von meiner sehr guten Freundin, die auch Maskenbildnerin ist, ich werde sie auch nochmal unten in den Kommentaren erwähnen, also in der Linkbeschreibung, habe ich diese besonders großen Spangen bekommen. Also ich hoffe, man erkennt, dass das hier wirklich sehr, sehr groß und sehr stabil sind. Und mit denen ziehe ich jetzt die Seiten, die ja hier so rausgucken, ziehe ich jetzt runter. Und stecke diese dann fest, damit die Perücke nicht nach hinten wegrutschen kann. Das ist ein bisschen trickier. So, dann kann sie jetzt schon mal nicht mehr nach hinten wegrutschen, also sie sitzt jetzt fest, aber weil das Geweih sehr, sehr groß ist, kann die Perücke auch nach vorne rutschen, leider. Und deswegen habt ihr hinten gesehen, dass das nicht komplett ein Helm ist, sondern bloß eine Strebe nach hinten und dann ringsherum um meinen Helm ist. Deswegen habe ich hier zwischen, jetzt quasi zwischen dem Platz, um dann mit den Nadeln dort zwischen zu gehen. Und das jetzt eben auch richtig, richtig festzustecken. Ich mache es mir jetzt nur mit 4 Spangen insgesamt fest. Das muss ja jetzt nicht super Wolle halten. Aber je mehr Spangen ihr natürlich reinmacht, desto sicherer sitzt die ganze Konstruktion auf eurem Kopf und ihr braucht euch keine Gedanken machen, ob es vielleicht runterrutscht. Mit der Zeit kann es sein, dass die Perücke sich löst. Dann müsst ihr einfach wieder alles feststecken. So. Dann habe ich hier das riesengroße Schaufelgeweih, welches auch aus Cobra-Cast gemacht ist. Also ich habe das von einem Original abgeformt und dann halt eben gefärbt. Das ist innen drin, oh, ich hoffe, man sieht, das ist innen drin hohl. Und deswegen ist es auch relativ leicht, durch die großen Schaufeln hat es eine sehr starke Hebelwirkung. Das war ein großes Problem, weil ich die Zwischenstrebe zwischen den beiden Aufsteckern bloß aus einer Schicht Cobra Cast und Warbler gemacht hatte und damit war es einfach zu flexibel. Also die Perücke ist quasi immer in die Richtung nach oben gegangen und dadurch habe ich keinen Halt reingekriegt und die Schaufeln haben die ganze Zeit so gewackelt. Das war unpraktisch.
Für eine Messe sehr, sehr unpraktisch. Für Bilder geht das, das reicht vollkommen aus, aber für eine Messe ist das schon, es sieht einfach doof aus. So, und dann kann ich mir das Geweih einfach auf die Hörner aufstecken. Und et voilà, es hängt. So, gut. Damit. Ich kann mich damit bewegen. Nur ein kleines Problem ist beim Hochgucken, weil die dann nach hinten gehen. Natürlich die großen Schaufeln, die wollen dann nach hinten wegknicken. Deswegen halte ich es mir bei Bildern, wo ich dann nach oben gucke, ein bisschen fest, dass ich ein bisschen Halt dann reinkriege. So. Bei etwas leichteren Hörnern oder einem leichteren Geweih, einem kleineren Geweih, was nicht so eine starke große Hebelwirkung hat, gibt es eine andere Version, die auch sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar habe ich die bei meinem Mufflon-Geweih oder meinem Mufflon-Gehörn ausprobiert. Das ist meine Mufflon-Perücke für den ersten Faun. Sieht ein bisschen zerstört aus. Tut mir leid. Und zwar habe ich da eine ganz einfache Konstruktion drunter gemacht mit einem flexiblen Haarnetz. Dieses gibt es leider nicht mehr, aber dieses ist halt eben flexibel und da habe ich mit Cobra-Cast gearbeitet. Diese Perücke ist auch um einiges bequemer, weil sie sich halt eben dem Kopf anpasst. Mit dem Warbler ist es doch schon ziemlich starr und mit der Zeit, wie gesagt, also es schmerzt dann schon irgendwann. So, da bin ich dann, habe ich halt eben auch diese Unterkonstruktion in die Perücke rein gebastelt. Auch an meinen Kopf angepasst. Und man erkennt das. So. Und dann bin ich einfach durch die Perücke durchgegangen und habe diese Passstücke von den Hörnern einfach mit Warbler an den richtigen Stellen festgemacht. Ja, und dann kann ich das Mufflon-Gehörn einfach draufstecken. Dadurch, dass die zur Seite weggehen, ist da natürlich auch die Hebelwirkung nicht so krass. Und es reicht vollkommen aus, dass die eben so eine kleine Verbindung oben haben. Und dass die Verbindung auch flexibel ist. Also wie man hier sehen kann, ich kann die Perücke hin und her bewegen. Und auch das Gehörn bewegt sich mit hin und her. Letztendlich, wenn ich es dann aufhabe, durch das straffe Sitzen, ist es dann auch fest. Ja, das war es jetzt soweit erstmal zu den Perücken und dem Aufstecksystem, wie ich diese festmache. Und ich wollte euch gerne noch zeigen, weil einige auch immer fragen, wie ich meine Hufe oder wie die Hufe funktionieren, weil viele es nicht verstehen, wenn sie mich sehen. Das ist eine Konstruktion, die ich damals bei Kanti Kané oder Lightning Cosplay gesehen habe und so toll fand, dass ich die aufgegriffen habe und selber dann auch so nachgebaut habe. Das ist der Huf, ne? Wie ihr das sehen könnt. Oben. So, und in dem Huf, wie man jetzt schon sehen kann, also es ist eine Strumpfhose. Wie man jetzt halt eben schon sehen kann, ist da jetzt ein Schuh drin. Ich werde das jetzt mal hochkrempeln, damit ihr das seht. Also hier seht ihr jetzt den Schuh, den High Heel.
den ich abgesägt habe. Um diesen High Heel habe ich ein Gummiband gemacht, weil wenn man sich bewegt, dann reicht die Strumpfhose nicht aus, um den Fuß in dem Schuh zu behalten, weil der Huf ja aus Holz ist und relativ schwer und dadurch zieht sich der Fuß aus dem Schuh dann wieder raus. Jetzt klappe ich das mal eben schnell rum. Und dann könnt ihr hier sehen, dass ich mit drei Schrauben den Schuh auf den Huf draufgeschraubt habe, auf den Holzhuf. Mittlerweile sind die Schrauben schon so tief in dem Schuh versunken, dass der rechte Fuß etwas locker ist. Ich muss neue Schrauben reindrehen, damit das wieder fest wird. Ich hoffe, es funktioniert auch. Damit man halt eben wirklich sicheren Stand drauf hat. Ja, soweit zum Hufschuh. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, wie ich den festgemacht habe. Es ist sicherlich nicht gesund, aber es sieht halt toll aus. Ne? Ja, soweit zu meinem Tutorial für euch. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.